Wladimir Putin hat die Türkei wegen ihrer angeblichen Verbindungen zum IS kritisiert und den Rest der Welt aufgefordert, sich nicht an dem zu beteiligen, was er das blutige Geschäft des sich mit den Terroristen Gemeinmachens nannte. Wir wissen, wer sich in der Türkei die Taschen voll macht. Geld aus dem Ölhandel mit dem IS. Die Terroristen profitieren davon auch. Das ist das Geld, das der IS nutzt, um Söldner zu rekrutieren, Waffen zu kaufen und inhumane Terrorangriffe zu organisieren. Unser Korrespondent Murat Gasdiev befindet sich im Kreml, wo der Präsident vor den russischen Parlamentariern seine jährliche Rede hielt. Hallo Murat, was waren Putins Hauptthemen? Was wurde heute gesagt? Ich war auch im letzten Jahr hier und ich muss sagen, der Unterschied zwischen den Reden ist beachtlich. Die Rede dieses Jahr war wesentlich emotionaler. Teilweise kam Wladimir Putin direkt zum Punkt und drückte Russlands Schock, den Schmerz und die Wut aus, von der Türkei betrogen und hintergangen worden zu sein. Die Türkei bietet Daesh Zuflucht, die Türkei kauft sein Öl und finanziert ihn dadurch. Die Türkei schießt ein russisches Flugzeug ab. Warum die Türkei, die türkische Regierung sich so verhält, Putin sagt, das weiß niemand, außer vielleicht Allah. Nobody knows, says Vladimir Putin. He says that is only known to Allah. Nur Allah weiß, warum die Türkei das getan hat. Offensichtlich hat Allah entschieden, die Herrscherelite dort zu bestrafen und ihnen den Verstand zu nehmen. Der Missstand richtet sich nicht gegen das türkische Volk, das machte er klar. Das Problem bestehe mit der türkischen Regierung. Und Russland werde den türkischen Präsidenten und die türkischen Beamten das nicht vergessen lassen. Sie werden sie in der Zukunft an diesen Verrat erinnern. Die Türkei wird von uns keine hysterische Reaktion sehen. Sollte die Türkei aber denken, nach diesem hinterhältigen Kriegsverbrechen und der Tötung unseres Piloten, werde sie nur mit Tomaten oder Sanktionen auf anderen Gebieten bestraft, dann liegt sie falsch. Wladimir Putin wies zudem auch auf die hin, die Libyen und Syrien im Namen des Regime Change in Ödland verwandelt haben. Namen wurden keine genannt, aber das ist ein Rückblick auf seine Rede vor der UN-Generalversammlung. Er redet seit einer ganzen Weile schon darüber. Er sprach auch über die Zukunft und wie die Welt aussehen sollte, wenn wir den islamischen Terrorismus besiegen wollen, den Dschihadismus. Er sagte, damit das passiert, muss es radikale Änderungen in der Art geben, wie wir das angehen. There's got to be a radical change in the way we go about it. Für ein einziges Land allein ist es unmöglich, den internationalen Terrorismus zu besiegen. Insbesondere dann, wenn die Grenzen rundum praktisch offen sind. Wir müssen Streit und Unterschiede beiseite legen und uns zu einer mächtigen Kraft vereinen, zu einer Anti-Terror-Front. Ich muss sagen, dies ist Putins 12. Rede in dieser Art. Diese hat aber seine ganz persönliche Note. Er genießt es, seine Reden komplett selber zu schreiben und tut das manchmal auch. Er sprach über Russlands äußere Angelegenheiten, die heimischen Probleme wie die Wirtschaftsentwicklung, die Krise in Russland und überall die drängendsten Probleme vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Um den Verstand zu nehmen. Der Missstand richtet sich nicht gegen das türkische Volk, das machte er klar. Das Problem bestehe mit der türkischen Regierung. Und Russland werde den türkischen Präsidenten und die türkischen Beamten das nicht vergessen lassen. Sie werden sie in der Zukunft an diesen Verrat erinnern. Die Türkei wird von uns keine hysterische Reaktion sehen. Sollte die Türkei aber denken, nach diesem hinterhältigen Kriegsverbrechen und der Tötung unseres Piloten, werde sie nur mit Tomaten oder Sanktionen auf anderen Gebieten bestraft, dann liegt sie falsch. Wladimir Putin wies zudem auch auf die hin, die Libyen und Syrien im Namen des Regime Change in Ödland verwandelt haben. Namen wurden keine genannt, aber das ist ein Rückblick auf seine Rede vor der UN-Generalversammlung. Er redet seit einer ganzen Weile schon darüber. Er sprach auch über die Zukunft und wie die Welt aussieht.
Wladimir Putin hat die Türkei wegen ihrer angeblichen Verbindungen zum IS kritisiert und den Rest der Welt aufgefordert, sich nicht an dem zu beteiligen, was er das blutige Geschäft des sich mit den Terroristen Gemeinmachens nannte. Wir wissen, wer sich in der Türkei die Taschen voll macht. Geld aus dem Ölhandel mit dem IS. Die Terroristen profitieren davon auch. Das ist das Geld, das der IS nutzt, um Söldner zu rekrutieren, Waffen zu kaufen und inhumane Terrorangriffe zu organisieren. Unser Korrespondent: Die Türkei bietet Daesh Zuflucht, die Türkei kauft sein Öl und finanziert ihn dadurch. Die Türkei schießt ein russisches Flugzeug ab. Warum die Türkei, die türkische Regierung, sich so verhält, Putin sagt, das weiß niemand, außer vielleicht Allah. Nobody knows, says Vladimir Putin. He says that is only known to Allah. Nur Allah weiß, warum die Türkei das getan hat. Offensichtlich hat Allah entschieden, die Herrscherelite dort zu bestrafen und ihn. Murat Gazdiev befindet sich im Kreml, wo der Präsident vor den russischen Parlamentariern seine jährliche Rede hielt. Hallo Murat, was waren Putins Hauptthemen? Was wurde heute gesagt? Ich war auch im letzten Jahr hier und ich muss sagen, der Unterschied zwischen den Reden ist beachtlich. Die Rede dieses Jahr war wesentlich emotionaler. Teilweise kam Wladimir Putin direkt zum Punkt und drückte Russlands Schock, den Schmerz und die Wut aus, von der Türkei betrogen und hintergangen worden zu sein.